Guten Morgen, Wolfgang. Hallo Fritz, servus. Wolfgang Beckny ist ein Urgestein der Nachhaltigkeitsbewegung und Nachhaltigkeitsforschung. Und du hast dich mit Kollegen in den letzten paar Wochen ziemlich intensiv mit den verschiedenen Aufrufen auseinandergesetzt, die jetzt rauskommen aus verschiedenen Bereichen der Nachhaltigkeitsszene, um zu sagen, dass das Wiederanfahren, der Neustart, der grüne Wiederaufbau oder eben der Wiederaufbau ein grüner sein muss. Heute hat Greenpeace eine Umfrage veröffentlicht, wo gezeigt wird, dass 84% der österreichischen Bevölkerung einen grünen Neustart möchte. Und ja, vielleicht magst du uns ein bisschen erzählen, was ihr da herausgefunden habt. Ja, Fritz, wir haben ja als Grumbacher Kreis, da bist ja du auch Mitglied, selbst so ein Manifest und einen Appell an die Bundesregierung gestartet gehabt am 22. April. Genau mit der Idee, wenn wir jetzt schon viel, viel Geld ausgeben, berechtigt oder nicht berechtigt, brauchen wir nicht darum kümmern. Es wird investiert, ne? Dann natürlich in einen grünen Neustart. Und das haben wir formuliert aus unseren Zielen heraus. Wir nennen das Globalverstand zu verstehen. Leute, die Welt ist verdammt klein geworden für unsere 8, bald 10 Milliarden Menschen. Wir müssen umlernen, wir müssen uns verändern, wandeln. Und wann ist das nicht geeigneter als jetzt, wenn man eh neu starten muss? Die gleiche Idee zum Glück, normal ist ja Redundanz, ein bisschen Vergeudung, in dem Fall waren wir alle happy, ne? Tauchen sehr ähnliche Appelle wie die Schwammerln überall auf. Und da muss man sich natürlich überlegen, aha, gibt es da Widersprüche, was ist das Gleiche? Und da das ja zum Teil hunderte Seiten lange Papiere sind, haben wir uns die Mühe gemacht zu versuchen, die alle so gut es geht zu verstehen. Wer fordert was, wie passt das zusammen? Und gefunden haben wir eine relativ hohe Übereinstimmung, das ist ja gut, in Richtung zwei Sachen. Das eine ist Ökologie, hauptsächlich Klima, also Klimaschutz, klimaneutral, das Wort sind wir gerade verwenden, sehr Unsinn, aber jeder weiß, was gemeint ist, kommt praktisch überall vor. Ne? Das hätte vor 10 Jahren niemand erträumen gewagt. Ne? Und was auch praktisch überall vorkommt, ist die sozialere Aspekte, die kurzfristigen, ne? Dass man die Last des Shutdowns sozial fairer verteilt. Auf das haben wir weniger geschaut, bei manchen ist das der Schwerpunkt. Wir haben uns auf die ökologischen Visionen konzentriert gehabt. Und Ziel ist jetzt meinerseits ein bisschen sowas wie ein Lebensmanifest 2.0 zu formulieren. Ja? Das versucht, die wichtigsten Punkte aus allen, gibt ja hohe Übereinstimmung, zusammenzufassen, aber auch auf die dunklen Flecken, auf die Widersprüche zu schauen. Ne? Wieso ist manches bei manchen nicht drinnen? Wollen die das explizit nicht oder haben sie es nur nicht eingeschrieben? Ein Beispiel zum Beispiel das BGE, ein bedingungsloses Grundeinkommen, das bei manchen als selbstverständliche Forderung drinnen vorkommt, dass man dorthin arbeiten muss, im Idealfall gleich jetzt zur Minderung der Last für die sozial Schwächeren einführt. Ne? Und bei manchen kommt es nicht vor. Heißt das jetzt, die wollen das auf keinen Fall, passt nicht in ihre Philosophie, ja? Oder haben sie es nur nicht eingeschrieben? Ne? Das wollen wir jetzt erforschen. Wir werden auch diese Matrix, die wir erstellt haben, ist eine recht komplexe Excel, kann ich euch ja dann zeigen, auch an die ganzen Appellantinnen schicken und sagen, bitteschön, haben wir das falsch verstanden? Haben wir das überlesen? Wie seht ihr das, diese und jene Forderungen? Um vielleicht dann sogar eine gemeinsame Forderung in Richtung ökologischer, aber natürlich auch sozialer Nachhaltigkeit zu kommen. Dann schauen wir es uns an. Da haben wir schon. Das, wenn ich da blau, ne, braucht es nicht genau schauen, da wird es ja schwindlig. Ne? Wir starten von unserem Lebensmanifest, ja, nicht weil das das Wichtigste ist, ne? Das mögen andere beurteilen, sonst weil ich es am besten kenne. Ne? Und vergleicht die anderen, da haben wir vor allem diese Attac, Klimadeal von Wissenschaftlern, vom deutschen Sachverständigenrat für Umwelt, vom WWF, vom WIFO, viele verschiedene ähnliche Appelle. Und überall, wo wir grün haben, mit 1 bis 3 Sternen, das deckt sich weitgehend mit unseren Forderungen. Wir haben aber auch dann Stellen gefunden, die habe ich da gelb markiert gehabt oder wir gelb markiert gehabt, die in unserem Manifest nicht drinnen sind.
die wir aber auch als wichtig empfinden. Nicht? Zum Beispiel Bevölkerungswachstum muss man global eindämmen. Das haben wir gar nicht erwähnt gehabt, weil es eigentlich selbstverständlich ist. Nicht? Jeder Biologe, jeder versteht eigentlich in einem beschränkten Terrarium, in einem beschränkten Aquarium, in einer beschränkten Welt, nicht? Kann ich bestenfalls auch bei optimaler Nutzung und allen nur so und so viel Menschen vernünftig mit einem qualitativen Leben ausstatten. Und da sind wir wahrscheinlich bei 10 Milliarden ungefähr an der Grenze. Und das können wir auch hinkriegen. Aber da muss man was tun. Ne? Dann haben wir dann eine Forderung, die von der ATTAC-Gemeinwohlgruppe kommt, ne? Ist, dass man die Gemeinwohlkriterien, also schaut, wie nützlich ist es in Richtung gutes Leben, gutes Zusammenleben, friedliches Zusammenleben, das, was man an Subventionen, an Transfers, Kreditstützungen macht. Ne? Ich brauche nicht einen Flugverkehr, ja, der als wahnsinnig überproportional schädlich ist, ja, der nicht einmal ökonomisch an Gewinn bringt. Die waren ja vorher alle schon marot, diese Flugfirmen, ja, die pro verdienten Euro oder Dollar ja, den riesigsten Footprint hat, den man sich vorstellen kann. Ja, die brauche ich dann nicht wiederbeleben. Ne? Das ist ja Wahnsinnsdat. Ne? Und eine wichtige Forderung ist alternative Zielindikatoren, sprich nicht nur BIP oder Profit für Unternehmen, sondern eben auch Gemeinwohl, Bruttosozialglück, wie es sogar gibt in einigen Ländern, ne? Wohlbefinden in die Messung des Fortschritts einzubeziehen. Forderungen, die ich sofort mit unterschreibe, die aber in unserem Manifest eben noch nicht drinnen waren. Insgesamt haben wir jetzt 17 solche Forderungen. Es gibt sicher mehr zu finden und es gibt auch sehr viele, die nur ökonomische oder soziale Forderungen haben, die man auch noch einbauen könnte. Und eine spannende Übung, wenn das wer zahlt, das war ja bis jetzt nur unser Hobby, ne, wäre auch diese Punkte gegen das aktuelle Regierungsprogramm Österreich oder auch Deutschland, ne, in Österreich ist ja ganz neu, Jänner dieses Jahres, zu benchmarken und schauen, was ist da eigentlich drinnen. Und auch ganz wichtig, da sind wir noch sehr dünn, es gibt hier auch Felder, die heißen die No-Gos. Ja? Also was kann man auf keinen Fall machen, wenn man das ernst nimmt? Ja, wenn man sagt, ja, Neustart so in Richtung einer faireren, grüneren, stabileren Welt gehen, was darf ich da nicht machen? Und da ist zum Beispiel in Österreich nirgends erwähnt, keine Atomkraft, weil das bei uns der Kasis gegessen, selbstverständlich ist. Ne? In Deutschland, ganz wichtig, im Sachverständigenrat Umwelt, ne, steht explizit drinnen, ja, jetzt vor lauter Panik, auch vor lauter Klimadebatte, nicht zurück in die Atomkraft. Da kann man sich vieles anderes anschauen und bis auf operative Ebene runterbrechen. Ne? Also zum Beispiel bei uns, wer jetzt einer ernsthaft weiterbaut an einer dritten Piste in Schwechat, ja, wo ich nicht einmal glaube, dass wir zwei brauchen werden, ja, der muss verrückt sein. Ne? Und auch an diesen No-Gos kann man natürlich dann Realpolitik messen. Insgesamt haben wir ja probiert, nicht über Mittel zu streiten, ja, also welche Methode ist jetzt Wasserstoffspeicher oder Batteriespeicher oder Wasserkraftspeicher, wie soll ich heißen, das Wichtigere, so ist das Ziel raus aus den Fossilen, ganz, ganz wichtig. Und diese Technologie, diese, da mag man noch streiten. Ganz egal ist es nicht, weil natürlich, wenn jetzt Milliarden fließen in die falsche Technologie, ja, in eine Sackgasse, dann fallen die woanders. Und was uns ja gerade hilft, ja, das verstehen ja viele nicht, mittelfristig, der niedrige Ölpreis ist zwar jetzt scheinbar schlecht, nicht, weil jetzt ist wieder Autofahren und Ölheizen billiger als Hackschnitzel, aber dieser Schock, dass der Ölpreis, der bis jetzt ja Bank war, du hast immer setzen können, wer in Öl investiert, ist immer reich geworden, ja, dass das jetzt nicht mehr so eine Bank ist, dass der in Keller fallen kann, ja, ändert ja in den Köpfen der Investoren was. Und wenn ich heute aber Milliarden investiere in eine Bohrinsel in der Arktis, ja, die muss ja in 30 Jahren jetzt ihr Geld verdienen. Und plötzlich kommt der Zweifel, ob ich in 30 Jahren noch Öl verkaufen kann. Ne? Und der Zweifel reicht schon, dass der Investor sagt, na pass auf, das scheint mir eine Solaranlage dort, da Offshore-Windpark, scheint mir eine viel sicherere Investition mittelfristig. Ne? Das heißt, da ändert sich was in den Köpfen. Und das ist ja, da sind wir uns ja einig, ne? Das Wichtigste. Es muss sich was in den Köpfen ändern. Unser Bild der Welt muss sich ändern. Und viele dieser Forderungen
so unterschiedlich sie sein mögen, und da haben wir eben versucht, die Ähnlichkeiten, die kongruenten Forderungen herauszudestillieren, ne, zeigt ja, dass sie in den Köpfen vieler Menschen schon was ändert. Und auch in der Anschlussfähigkeit, also dass man heute niemand mehr erzählt, und ich bin ja, Fritz hat es ja gesagt, nicht, seit Jahrzehnten im Umweltschutz tätig, und zu Beginn in die 70er, 80er bis in den 90er Jahren waren wir ja die Idioten, ja. Der Umweltschutz, ja, die Luftqualität, die Fische in die Flüsse wichtiger sind, die Frösche in der Au wichtiger sind als wirtschaftliches Wachstum. Nicht? Das war ja obszön, das war ja verblödet. Ne? Und das höre ich heute fast überhaupt nicht mehr. Ne? Das heißt, Mehrheiten, ne, auch wenn sie nicht aktiv werden, ja, sagen, ja, eigentlich hat er ja recht, aber das ist ja eine Träumerei. Wie soll denn das jemals funktionieren? Das ist eigentlich die zentrale Frage, und nicht, na, das ist ein Wahnsinn und das ist ein Blödsinn und Schwachsinn und so geht das nicht. Das ist eigentlich nur, ja, schön war es schon, ne? So eine friedliche Welt, nicht? In der alle in Frieden miteinander und in Harmonie mit der Umwelt leben können. Ne? Vielleicht ist wirklich denkbar, ne? Aber ich glaube es nicht, weil das ist so unwahrscheinlich. Ne? Okay. Und deswegen passiert nichts. Kommen wir zurück zu unserer Tabelle. Was mich jetzt im Anschluss zu dem, was du gerade gesagt hast, ein bisschen gewundert hat, wenn du bitte nur mal ein bisschen da nach rechts gehst, in die Felder, die eigentlich niemand von den Kollegen angesprochen hat. Die gelben Felder hast du angesprochen, aber da sind ja ein paar wichtige Sachen dabei, wie die ökosoziale Steuerreform, die Arbeitszeitverkürzung, weniger Konsum, hat auch niemand angesprochen. Ja, und das wird eben interessant für uns zu erkunden, quasi durch Rückfragen. Entweder, weil das für die Autoren, ich habe das selber bei uns gesehen, ja, mir ist das weniger Konsum ganz, ganz zentral, kann man überall nachlesen. Ne? Und wir haben es gar nicht eingeschrieben, weil es eigentlich selbstverständlich ist. Ne? Wir haben nicht eingeschrieben, Luft zum Atmen muss da sein und Wasser muss trinkbar sein, weil es bei uns schon selbstverständlich ist. In den meisten Ländern der Welt ist das nicht selbstverständlich, nicht? Oft ist es nicht trinkbar, das Wasser, und oft genug ist es nicht einmal da, das Wasser. Ne? Die ökosoziale Steuerreform, nicht? Die ist so präsent in vielen Köpfen, auch wenn die Ausformung, was das konkret bedeutet, nicht? Wer was zahlen soll, nicht? Da ist da viel unklar. Nicht? Auch partizipative Demokratie ist mir sehr, sehr wichtig. Siehst, das kann ich richtig gelb machen. Möchte ich auch in die 2.0er-Version unbedingt einbauen. Warum? Habe ich in anderen Vorträgen erklärt. Was mir auffällt, ist, dass bei der Frage, die ja wichtig ist, aktuell wichtig, da fallen ja jetzt in den nächsten Wochen entscheidende Maßnahmen nicht. Wer soll das finanzieren? Und da steht zum Beispiel auch, ja, ökosoziale Steuerreform. Die Reichen sollen es zahlen durch Einkommens, Erbschaftssteuern und Ähnliches. Ne? Wohlhabende müssen mehr zur Kasse gebeten werden. Ne? Das ist eh trivial. Ne? Aber eigentlich nie ganz explizit so elegante Ideen wie Vollgeld. Ne? Das heißt, dass der Staat, oder in dem Fall halt die EU, die Zentralbanken, Geld ausgibt, quasi als Anleihe an der Zukunft, ja, die wir klug investieren, die sie mehr als rentieren im Gemeinwohl, ne? Und die wir dann irgendwann einfach streichen. Ja? Wir brauchen uns doch nicht verschulden bei den 1%, die eh schon reichen und super reichen, ja, damit die 99% dann weiter dahin grundeln können. Ja. So, wir können ja gemeinsam sagen, pass auf, wir nehmen eine Anleihe an der Zukunft, ja, wir finanzieren uns das selber und machen das klug. Ne, kluge Finanzierung, kluge Hilfspakete, steht oft geschrieben. Ne, eine Forderung gerade aktuell, eine Solidarabgabe der reichsten 10%. Ne, die Details muss man hören diskutiert, ja, werden auch viel zu wenig diskutiert. Wir werden im Moment dann überrascht, nicht? Da hat sich irgendein Regierungsberater, dessen Namen man nicht einmal erfährt, was ausdacht, ne? Und alle sagen, naja, ist eh nicht so schlecht, ne? Aber ob es da nicht viel bessere Lösungen gegeben hätte und so. Ne? Das sind ja dann die Elemente der partizipativen Demokratie, dass ich auch weiß, nicht, auf wem sein Mist, mit welchen Hinterabsichten sind da welche Maßnahmen eigentlich beschlossen worden. Sehr zentrales Element einer politischen Transparenz. Und die werden wir auch brauchen. Ne? Weil eins ist klar, was sich jetzt auch in der Corona-Krise ergeben hat. Je mehr der Staat in Gestaltung eingreift
Und nicht nur in Verwaltung, nicht wie eine Übergangsregierung, die nur verwaltet, was schon da ist. Nicht? Nein, in Gestaltung der Zukunft eingreift, desto höher ist die Pflicht, diese Entscheidungen auch zu legitimisieren. Zu sagen, warum, wieso, die Menschen ja, ins Boot zu holen und ihnen zu erklären, nicht, wieso machen wir das jetzt so und nicht anders. Und das erfordert einen anderen Stil der Politik. Und da können wir auch nur hoffen, dass sich das mitändert. Okay. Vielen Dank, Wolfgang. Ich glaube, das ist sozusagen sollte als Appetitanreger reichen. Hoffentlich, ja. Wir werden ja die Matrix, so wie sie ist, als Art in Progress auch zur Verfügung stellen, ja, und fordern Menschen auf, eben das auch zu lesen. Nicht nur die Matrix, auch die entsprechenden Forderungspapiere, sich ein Bild zu machen, ja, sich einzubringen, ne, und dann zu diesem, ich nenne es jetzt Lebensmanifest 2.0, die Zusammenführung der Forderungen, wo man sich eigentlich hauptsächlich einig sind, und das Beleuchten der Schatten all der Punkte, wo wir eben in die Tiefe gehen müssen, auch als Zivilgesellschaft, auch als Wirtschaftstreibende, auch als Politiker und Politikerinnen, und schauen, aha, ja, da gibt es widersprüchliche Vorstellungen, sowohl von den Zielen als auch von den Mitteln, die dazu führen, und die müssen wir diskutieren, möglichst breit an Konsens in der Bevölkerung, in den Menschen, die davon betroffen sind, finden. Dann sind wir am richtigen Weg und dann haben wir wirklich was gelernt aus dieser Krise. Super. Vielen Dank, Wolfgang. Wir bleiben dran. Wir arbeiten weiter. Gerne, ja. Immer wieder, wenn du immer Fragen hast. Gerne, genau. Die Fragen werden uns auch nicht ausgehen. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass sich auch was tut, dass erstens, wie du sagst, da noch mehr Einigkeit und mehr Gemeinsamkeit in der Bewegung entsteht. Und natürlich muss man auch die Unterschiede sich klar sein, aber eigentlich sozusagen auch gemeinsam für das einzutreten, was da steht und was offensichtlich noch vergessen wurde, weil das sozusagen praktisch niemand eine ökosoziale Steuerreform drinnen hat. Dass sie niemand, sage ich jetzt einmal, vielleicht getraut hat, das Konsumthema wirklich anzusprechen. Auch wenn wir wissen, dass das bei den meisten die hier aufscheinen, auch auch angelegt ist. Und auch das Thema Arbeitszeit und Arbeit verteilen ist ja auch weit verbreitet, aber in diesen Aufrufen kommt es nicht vor. Das hat einerseits natürlich sicher auch damit zu tun, dass man sich immer fokussieren muss, sonst ist man auch bei hunderten Seiten. Aber ich glaube, darüber müssen wir reden, vielleicht auch um das Bündnis breiter zu machen und wirklich auch die einbeziehen, die sie um die sozialen Fragen, um die Bildung, um die Gesundheit, die ja, um die es ja auch möglicherweise im Argen liegt, beim vor der Krise und jetzt beim wieder anstarten, man das vielleicht ganz anders betrachten kann. In dem Sinn, bleiben wir dran und reden wir demnächst weiter. Danke. Ja, ich freue mich drauf, gell? Ciao.